Liebe Freunde, und damit ein herzlich willkommen zu The Evil Wissen 2. Schön, dass ihr einschaltet. Mein Name ist Aldin LP. Und wir machen jetzt weiter. Und zwar müssen wir hier rein. Und hier gab es ganz viele Munition. Und hier ist noch eine Steampack. Oh Gott. So, jetzt müssen wir mal aufpassen. Wahrscheinlich kommt der Gegner. Okay, doch kein Gegner. Was ist das? Guck mal, hier gibt es auch Munition. Oh Scheiße. Ah, guck mal, ich kann die alle kaputt machen. Oder auch nicht. Ich mach jetzt einfach mal kaputt. Vielleicht bringt das ja was. Los. Geht doch. Geh kaputt. Jetzt komm. Mach daneben nicht. Was haben wir hier? Autorisierung erforderlich. Okay. Ein autorisiertes Terminal verbinden. Terminal. Das muss dieser Kommunikator sein. Neustartsequenz eingeleitet. So, was steht da? 90 Sekunden. Ist das der Typ? Oh shit. Jetzt. Sie haben so lange nach mir gesucht. Also hier bin ich. Aber Moment, Sie suchen nicht mich. Nein, Sie suchen das Mädchen. Ich sollte beleidigt sein. Aber wie könnte ich? Sie sind nicht der Einzige, der ihre Macht will. Es gibt noch jemanden, wesentlich würdiger. Er kann mich auf unvorstellbare Weise belohnen. Tut mir leid, aber Sie wurden überboten. Sie strahlen Furcht aus. Wunderschön, aber noch unvollendet. Ich bin Stefano. Und Sie sind jetzt mein Kunstwerk. Oh, verdammter Wichser! Was ist das? Starten meine wunderschöne Obscura. Okay. Scheiße, scheiße. Was jetzt? Zeitlupe? Das Ding stoppt die Aktivierung des Emitters. Und was kann ich machen?
Oh. Wo ist diese? Ja. Das hat funktioniert. Ich muss nur durchhalten, bis der Emitter startet. Sequenz in 80 Sekunden. Wow. Sequenz in 70 Sekunden abgeschlossen. Ja, super. Weg. Sequenz in 10 Sekunden abgeschlossen. So. Stabilisierung abgeschlossen. Oh. Sterb, du Vieh. Oh. Jetzt. Stabilisierung abgeschlossen. Gut. Mein Arsch ist gerettet. Aber was soll ich als nächstes tun? Hat er Lily nicht hier gelassen? Wohin hat er sie gebracht? Ich sollte Kidman davon berichten. Mist. Vielleicht kriege ich draußen ein Signal. Okay, verlasse das Rathaus. Jetzt ist alles normal hier. Okay, gehen wir nach draußen. Puh. Auch abgeschlossen.
Und da haben wir noch Kreuz. Kraut war. Schießpulver, Sicherung. Okay, das kann man auch später nehmen. Gehen wir mal raus. So. Komm ich nach unten? Okay. Unglaublich, dass diese Mistkerle Lilly als eine Art Versuchskaninchen benutzt haben. Und dann so dreist sein, mich zu schicken, um ihr Chaos zu beseitigen. Wie ein richtig kranker Scherz. Was ist das? Nägel. Guck mal, der Typ ist auch weg. Ach du Scheiße. Verdammt. Der Mistkerl hat Lilly immer noch. Und jetzt bin ich wieder ganz am Anfang. Wir haben den Kontakt mit dem Marker wiederhergestellt, Agent Kidman. Wurde auch Zeit. Stellen Sie ihn durch. Sebastian? Sebastian, bist du da? Kidman. Endlich. Alles in Ordnung? Dieser Psycho läuft hier immer noch frei rum. Der Emitter scheint ihn verlangsamt zu haben. Aber er ist entkommen. Und er hat Lilly. Sie hat bestimmt schreckliche Angst. Ich muss sie finden, bevor er ihr etwas Furchtbares antut. Ich bin so nah dran. Ich kann es spüren. Wir wollen sie genauso sehr finden wie du, Sebastian. Ja, natürlich. Euer wichtiges Experiment soll ja bloß nicht fehlschlagen. Es wäre eine Tragödie, all die Zeit und das Geld zu vergeuden. Ich habe für mich gesprochen, nicht für Mobius. Ich habe beim Testen viel Zeit mit Lilly verbracht. Sie ist ein gutes Kind. Ich will nicht, dass sie leidet. Ich weiß, wie schlecht es steht. Aber ich habe Vertrauen in dich. Konzentrier dich auf die Aufgabe, dann können wir sie retten. Gemeinsam.
dir keine Sorgen. Jetzt müssen wir herausfinden, wohin er sie gebracht hat. Er sagte, sein Name wäre Stefano. Stefano. Verstanden. Ich schaue, was ich herausfinden kann und schicke es dir dann. Okay. Ich schaue mal bei O'Neill vorbei. Vielleicht kann er mir helfen, diesen Psycho zu finden. Guter Plan. Sag Bescheid, wenn ich helfen kann. Und... Sebastian? Ja? Viel Glück. Danke. Wohin hat er sie gebracht? Ich habe es wohl gerade rausgefunden. Er versteckt sich nicht besonders gut. Fast so, als ob er mich verspotten würde. Tja, wenn er einen Kampf will, dann kriegt er ihn. Ich muss nur einen Weg dorthin finden. Okay, so. O'Neill, ich bin's. Der Stabilisierungsemitter ist also wieder in Betrieb? Sagen Sie, dass Sie den Kern gefunden haben und zurückkommen. Nein, dieser Irre hat sie immer noch. Aber ich habe eine Idee, wo er sein könnte. Ja, ich sehe es auch. Ich empfange wieder das Signal, aber jetzt kommt es aus dem Theater im anderen Teil der Stadt. Okay. Mhm. Wieder durchs Mark, schätze ich. Ich brauche vielleicht Hilfe. Bin dabei. Der Emitter scheint dort einige Durchgänge stabilisiert zu haben. Ausgang D5 dürfte am nächsten beim Theater liegen. Ich bin nicht sicher, was Ihnen dort begegnen wird. Passen Sie auf. Mittlerweile überrascht mich gar nichts mehr. Kapitel 6. Die Jagd ist eröffnet, liebe Freunde. Durchquere das Mark und suche nach Ausgang D5. Okay. Oh. So ein schöner Tag. Wieder so ein schöner Tag. Ah, ich weiß nicht einmal mehr, wann es das letzte Mal bewölkt oder zu kalt war. Wieder so ein schöner Tag. Wieder so ein schöner Tag. Ah, ich weiß nicht einmal mehr, wann es das letzte Mal bewölkt oder zu kalt war. Es fühlt sich immer richtig an. Ich habe wirklich Glück, dass ich in Union lebe. Bin nie woanders gewesen. Will ich auch nicht. Ich will hier sterben. Ah, riechen Sie das? Wie im Frühling. Die Blumen, die hier gepflanzt wurden, sind wirklich wunderschön, oder? Mhm. Okay. Mal schauen, was wir hier so haben. Untersuchen. Das nehmen wir mit. Kann man hier rein? Oh, noch ein Schlüssel gefunden. So, erstmal einen Kaffee trinken. Oh ja. Na, warte, wir haben doch keinen neuen.
Wirf mal einen Blick auf die Sachen, die ich über deinen Mann rausfinden konnte. Stefano Valentini, Künstler. Ja, das ist er ganz bestimmt. Ziemlicher Großkotz, der Kerl. Hatte wohl nie den Erfolg, den er sich erträumt hat. Klingt vertraut. Ich kenne noch so einen erfolglosen Großkotz von Künstler. Hat den Zweiten Weltkrieg angefangen. Der hier ist hoffentlich nicht ganz so schlimm. Selbst wenn nicht, wir müssen ihn trotzdem aufhalten. Was ist für Sie an diesem Foto bedeutsam? Ah, das war mein letztes Bild als Kriegsfotograf. Die Aufnahme hat mich fast das Leben gekostet. Andererseits war es verantwortlich für meine kreative Wiedergeburt. Es hat mich mir die Augen für die Tatsache geöffnet, dass völligem Schrecken auch eine gewisse Schönheit innewohnen kann. Vielleicht werde ich nie wieder ein Foto mit einer derartigen Bedeutung schießen. F, Sie haben erwähnt, dass es Sie fast das Leben gekostet hat. Könnten Sie uns mehr darüber erzählen? Also, Ihnen ist doch bestimmt mein Auge aufgefallen. Natürlich ist es das. Lacht, hehehe. Einen kleinen Splitter konnten die Ärzte nicht entfernen. Sie meinten, es wäre ein Wunder, dass er nicht in mein Gehirn eingedrungen ist. Manchmal tut es noch weh, aber das ist mir egal. Ganz im Gegenteil. Der Schmerz hilft mir, mich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Die Schönheit des Lebens und das Leiden, die Grundlage meines Kunstes. Vollidiot. Ja, aber ist das Kunst von Susan Fee, 13. Januar 2015, Crimson City. Empörung. Abscheu, Entrüstung. Dies sind nur einige der Reaktionen der Öffentlichkeit auf die Solo-Performance der Künstler Stefano Valentini in dem Crimson City Galerie. Meine Reaktion war nicht minder heftig, jedoch aus einem vollkommen anderen Grund. Obwohl sich Valentin ganz klar als Provokateur sieht, sehe ich nur einen mäßigen begabten Künstler, der versucht, durch seine simplen Sichtweisen Kontroversen hervorzurufen. Den weiblichen Körper auf eine Ansammlung sexualisierter Teile zu reduzieren, kann dann in Ordnung sein, wenn es aus den richtigen Gründen erfolgt und die Verdinglichung der Frau durch die Gesellschaft herausgestellt werden soll. Valentini scheint sich jedoch damit zufrieden zu geben, ausschließlich zu Zwecken eines gewissen Kritzels im Grotesken zu schwägeln. Okay, hier haben wir den Fingerabdruck. Name Stefano Valentini, Geburtsdatum 22.12.1985, Geburtsort Florenz, Italien. Derzeitige Wohnort Crimson City, Beruf Künstler. Ja. Betreff Stempelkandidat Nummer 10045, Stefano Valentini. Union braucht für die Simulation eines real wirkenden Szenarios kreative Persönlichkeiten. Obwohl Kandidat Nummer 1 0045 leicht egozentrische Neigung aufweist, können sie eher seine künstlerischen Tätigkeiten zugeschrieben werden als eine psychische Störung. Die Überprüfung seines Hintergrunds hat gegeben, dass es keinen lebenden Angehörigen gibt, die wegen seines Verschwindens Bedenken haben könnte. Das Einstellungs Gremium empfiehlt Kandidat Nummer 10045 für die Aufnahme in den Stem. Okay. Miau. Okay. Grünes Gel. Wir haben ja noch zwei Schlüssel.
Ach, okay. Sie brauchen wohl Hilfe, Detective. Oh ja. Sie sind zurück. Und jetzt wissen sie, wogegen sie kämpfen. Er ist mächtig. Und ein kranker Freak. Aber er ist getrieben wie sie. Und sucht dasselbe. Sie sind einander ähnlicher, als ihnen lieb ist. Ich bin nicht wie er. Er ist ein Mörder. Sind Sie nicht etwa auch über Leichen gegangen? Ich bin nicht hier, um zu diskutieren. Fangen wir an. Ich habe einiges vor. So. Was ist das? Dein Schlüssel sind noch einige Geräusche, was Gegner langsam Verdacht schöpfen. Du verwendest automatisch eine Spritze, wenn du tödliche Schaden erteilst. Funktioniert nicht bei allen Angriffen. Okay. 5000. So. Mehr Schaden. Was haben wir hier? Nee. Machen wir mal Gesundheit. Ach, kann ich ja nicht. Scheiße. Was haben wir hier? Deine Schriftversorgung noch viel weniger Geräusche, sodass Gegner sehr viel langsamer Verdacht schöpfen. Ja, das machen wir. Scheiße, geht nicht. Na egal. Lassen wir. Aufstehen. So, liebe Freunde. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt mit dieser Folge Schluss und in der nächsten Folge geht es natürlich weiter. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal.